Sesamstraße präsentiert. Aschenputtel. Es war einmal ein bezauberndes Mädchen, das hieß Aschenputtel. Aschenputtel wollte so gern auf den Ball des Königs gehen, denn sie liebte die Musik und den Tanz. Aber ihre böse Stiefmutter wollte ohne Aschenputtel auf den Ball. Darum hatte sie ihr eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Oh ja, so schwierig. Den Ball kann ich vergessen. Aschenputtel sollte die guten Linsen in ein Töpfchen tun und die schlechten weg. Diese Aufgabe ist einfach zu schwierig. Das schaffe ich doch nie. Doch da kam eine kleine Taube vorbei. Gurr, gurr. Oh, eine Taube. Gurr, 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 gurr. Nenn mich Bernice. Bernice? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Oh, das ist aber lieb. Schau mal, die Linsen. Oh ja, ich weiß, ich weiß. Die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Gurr. Oh, das machst du aber gut. Ja. Und so schnell. Ja. Oh, dann schaffe ich es ja vielleicht doch noch rechtzeitig zum Ball. Jetzt fehlt nur noch das passende Kleid. Die kleinen Linsen aus der Asche habe ich für dich ausgewählt. Einsortiert der Größe nach von 1 bis 10 und ausgezählt. Bist du damit sorgfältig, dann kannst du deutlich sehen. Die Art und auch die Qualität. Du siehst, Ordnung ist schön. Für den Ball brauche ich ein Kleid. Hier das Gewand. Och nö, die Stola hier mit Diadem. Das wird mir gar nicht stehen. Was ist denn das? Ein Seidentuch? Und das hier eine Tracht? Weg, ich brauche was richtig Schickes, was mich noch viel schöner macht. Kleider sind schön. Ordnung ist auch schön. Man kann es sehen. Man kann es sehen. Hat man erst mal gut sortiert, dann geht es fast allein. Nö. Ordentlicher als gleich hier kann Ordnung gar nicht sein. Aufgeräumt und eingeordnet nach einem System. Das kleine links, das große rechts. Übersicht ist schön. Schon klar, der Purpurmantel ist zu groß. Da kann ich nicht drin laufen. Ein Strandkleid finde ich schick. Doch besser, ich werf's auf den Haufen. Die Krone ist zu groß und die zu klein. Und das Collier. Naja. Zudem Kostüm mit Brillanten. Ah, jetzt habe ich die Idee. Ordnung ist schön. Das Kleid ist schön. Man kann es sehen. Ich glaube, dieses Kleid steht mir ganz gut. Aschenputtel, guck mal, alles schön der Reihe nach. Ach, dieses Kleid. Ach, diese Ordnung. Dieses Kleid. So wunderschön. Jedes Ding hat seinen Platz. Man findet sich zurecht. Ordnung ist das Schönste nur. Die Unordnung ist schlecht. Aschenputtel? Ja? Wie sieht's denn hier aus? Wieso? Findest du mein Kleid nicht auch ganz wunderbar? Ja, schon. Ja. Aber diese Unordnung. Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh ja. Woher kommt das nur? Jemand muss das sofort aufräumen. Och, liebe taube Bernice, das wäre doch eine schöne Aufgabe für dich, wo du dich so gut mit Ordnung auskennst. Aber... Oh, danke, Bernice. Wirklich reizend von dir. Ich muss dann mal los zum Ball. Aber... Das darf doch nicht wahr sein. Und wo du gerade dabei bist, ey, vielleicht könntest du dir noch die Abstellkammer vornehmen. Da sieht's vielleicht aus. Ach, jedes Mal das Gleiche. Wo ist denn die Abstellkammer?